Zwei schmutzige! Oh, oh, oh. Ja, der Max spielt Call of Duty. Call of AIDS. Ich bin ein hasserfüllter Mann. Und wenn der damit fertig ist, dann. Ja, ich hab's gemerkt. Werden wir Fanpost auspacken. Mhm. Die Waffe ist auf jeden Fall golden. Wie 10 ist mein Faust. Oh, da ist ja nichts. So. Kind, da sind die 10, die auf Gold gespielt hat. Ich habe meine Zähne auf Gold rausgeschlagen. Schau dir an, alle Busfahrer. So. Warte, kennst du Mises? Ich distanziere mich ausdrücklich. Nein, ich hänge! Na, oh! Ich hab dich nochmal gekauft, du Stricher! So. Kannst auf jeden Fall noch mehrmals fühlen, wie der Chris stirbt, das steht fest. Na, sag an. Zahlreiche was? Oh. Und auch. Das sieht spannend aus. Ja. Oh. Warte, noch bin ich nicht tot. Junge, stirb ihr, Alter, was? Ist ja gammelige. Oh, fucking. Ja. Lade mal nach. Der Chris holt den Sieg. Hol jetzt den Sieg, das kommt in den Vlog. Ja, nein. Ja. Du räudiger Dreckskoch. So, also wie ihr seht, hat sich im Hotel was verändert. Wie angekündigt, ist hier der rote Teppich ausgerollt für die Fanpost. Diesmal meinem Liebling. Ja. Achso. Es gibt etwas zu essen, das sind Cheeseburger Muffins mit angebranntem Hackfleisch. Bedien dich ruhig. Das sind Muffins? Naja, es sollen eigentlich Muffins sein. Schmeckt widerlich, also natürlich nicht widerlich, aber es schmeckt nicht nach einem Schokomuffin. Naja, also schmeckt gut, das ist ein reißiges Scheiß schon reinknallen. Vielen Dank für den Schmaus. Bitteschön. So. Patrick Sing hat für mich noch nie gekocht. Naja, das macht er auch nicht. Doch, diesen schlechten Nachbar. Bin eigentlich nur hier, um gegen der Welt zu helfen. Der hat mich einfach aus der Fanpost-WhatsApp-Gruppe ausgetreten, ohne was zu sagen. Schwein. Naja, du musst halt einfach immer noch wissen, von welcher Art Mensch du dich abhängig machst und von welchen Menschen du dich abhängig machst. Am besten, man macht sich von niemandem abhängig, sondern lebt ausschließlich dafür, um andere Menschen abzufacken und zu schaden. Das ist nämlich der Sinn des Lebens, anderen Menschen so viel Kummer und Leid wie möglich zu bereiten. Deswegen, wenn du da irgendwie Loyalität, Zuneigung und irgendwas anderes von anderen Menschen erwartest, dann verstehst du das Leben nicht. Du musst nur erwarten, dass andere Menschen wegen dir früher oder später in die Klaps, in den Knast oder in den Selbstmord gelangen. Das ist meine komplett ehrliche Meinung. Kein Rumgetrolle. Ich bin wirklich ein richtiger Menschenfeind. Und das solltest du auch sein. Und deswegen sollte man es gar nicht erst erwähnen, dass er die Gruppe verlassen hat. Phineas and Ferb Hentai. Ja, haben haufenweise Zahn. Scheiße, brauchst du sowas? Putzt du dir überhaupt die Zähne? Nein. Na dann. So. Ein aufrechter Ostdeutscher. Ja, sollte ich auch mal sein. Lieber Paul, bitte achte auf deine gesunde. Yeah. Ey, sowas macht man wirklich nicht. Ich habe nicht mal eine elektrische Zahnbürste. Das heißt, die werde ich schon mit der Hand benutzen und. Oder man baut sich einfach so eine. Frau aus Hackfleisch. Das. So. Die schmecken echt gut hier, bitteschön. So. Das Hackfleisch. Ja,
Ja gut, jetzt ist ein bisschen schwärzig. Also ich meine nicht das sagt. Achso, ja. Wie meint das? So, naja. Oder willst du das noch haben? Ey, ich habe eigentlich schon gefrühstückt, aber ich bin sehr dankbar. Ich war gerade bei meinem ehemaligen Arbeitskollegen. Der ist fett. Der Mann ist sehr, sehr dick. Ist über 60 Jahre alt. Hat lange, lockige Haare. Eine verrauchte Stimme. Schwerwiegende gesundheitliche Probleme. Und wollte, dass ich seinen Staub, es ist ein Staubwischroboter. Also da muss man so eine App runterladen. Und das wird dann über WLAN miteinander verbunden. Man kann das dann über die App steuern, dieses Ding. Und ich habe es einfach nicht geschafft. Das so zu konfigurieren, dass er das damit steuern konnte. Dann war ich 1,5 Stunden dort. Und er hat mal von seiner neuen Arbeit erzählt und der klang einfach nur traurig und sein ganzes Leben ist traurig. Und wahrscheinlich war das der Grund, dass ich bei ihm zu Besuch war. Er schuldet mir auch noch einen 50-Euro-Schein. Hat er mir bis heute nicht wiedergegeben. Er hat ihn nicht mal erwähnt. Wahrscheinlich, weil ich es nicht hinbekommen habe, den Staubroboter zu. Aber ich habe mich nicht wohl gefühlt bei ihm. Es hat mich schon runtergezogen. Ich wollte ihm helfen, habe es nicht geschafft und. Ja, mein Lieber, da brauchst du nicht mehr nur selber predigen, sondern hast du selber was gelernt. Sei niemals für andere Leute da. Bei all dem Pfeffelkonsum sollst du ab und an mal an deinen mageren Magen denken. Deshalb hier genug Iberogast für die nächste Zeit. Das hatte der Elias immer genommen wegen seinem Morbus Crohn. Hm. Ja, ja. Ja. Also ich sag mal so. Ich saufe ja an sich nur, wenn der Anlass dazu gegeben ist. Und das versteht mein Magen. Und deswegen macht mein Magen da auch keine Probleme. Also ich spreche da mit meinem Magen, wenn er wehtut, dann setze ich mich mit meinem Magen hin, führe mit denen ein ausführliches Gespräch, wo jetzt das Problem ist. Und dann sagt mein Magen, ja. Dann versprich mir aber, dass du nur sollst, wenn es sich auch wirklich lohnt. Wenn es wirklich mal wieder Zeit ist, die Leute, deren Durst zu befriedigen, den Durst der Fans. Dann habe ich gesagt, ja, aber Magen, das weißt du doch. Ich sauf nie, weil ich einfach Bock auf Alkohol habe. Ich verachte den Alkohol und tasse ihn. Ich mache das nur, um die Zuschauer glücklich zu machen. Und das hat mein Magen verstanden. Und deswegen ist der Kompromiss, mein Magen macht nur Stress, wenn ich außerhalb der Kamera saufe. Das mache ich aber nicht. Also wenn dann nur zu wenn es wirklich notwendig ist. Aber es ist meistens nicht der Fall. Weil an sich meide ich auch den Großteil der Menschen, deswegen muss ich auch außerhalb der Kamera nicht so viel saufen. Schwangerschaftstest. Bitteschön. Customers King. Ja, das klingt doch schon wieder nach irgendeinem Sextoy. Müssen wir mal kurz hier rüber schwenken. Bitte alle aktivieren, um die Klimawerbung aktiv zu unterstützen. Danke. Ich werbe nicht fürs Klima, ich verachte das Klima. Ich will die Welt brennen sehen. Ich will, dass noch mehr menschgemachte Naturkatastrophen so viele Menschen wie möglich umbringen und ins Elend stürzen. Denn das fühlt sich schon gut an, muss ich sagen. Ich würde dasselbe tun, wäre ich so eine hohe Macht. Ne? Ich würde auch die Menschheit ins Verderben stürzen. Was willst du sonst machen, wenn du hier der King auf der Welt bist? Also, gerne im Hochsommer Menschen anbieten, um ihre Hände zu wärmen. Also, das sind ja wirklich Handwärmer. Willst du ihn? Wärmer deine Hand? Der ist ja schon aktiviert. Naja, Handwärmer, ja, es ist gut für den Winter. Ja, du, wenn uns wieder verboten wird zu heizen, dann müssen wir gucken, wo wir bleiben. Ach, das ist Nagel, das Nagelfeil, Nagelclips, Knipser, Travelmore. Ich habe jetzt schon 4 oder 5 Schlafmasken, alle aus der Fanpost. Ich benutze die ja wirklich und die ist ja so richtig schön saumig und flauschig. Geil. Ich binde mir am besten 4 Schlafmasken um. Da wache ich nie wieder auf. Wenn ich davor eine Zyankali-Kapsel schlucke. Ja, das ist mein Plan. Wenn ich es nicht geschissen bekomme, die Umsatzsteuer zu bezahlen, dann tritt dieser Plan in Kraft. So. Alles klar. Jetzt kommt das hier. Ich glaube, das ist ein T-Shirt. Fühlt sich auf jeden Fall so an. So. Ja,
Ihr fragt euch wahrscheinlich auch, warum wir hier Fanpost auspacken. Selber Grund wie letztes Video. Wir haben für einen Polizeieinsatz gesorgt. Möchtest du nochmal wiederholen, warum? Schicktar! Hat der Max mehrmals über den Hof geschrien. Die Leute haben es als einen rechtsradikalen Ruf vernommen. Und ja, haben uns dann eben für zwei... Naja. Ja. Ist natürlich krass, dass ausgerechnet in Dresden man dafür die Polizei auf dem Hals gehetzt bekommt. Aber naja, wir sind es auf jeden Fall umgezogen an die Ulanstraße. Und da sind auch Container und so. Da werden wir ein bisschen unsere Ruhe haben und mal gucken, wie es dort läuft. Ich meine, wenn dort wieder die Polizei kommt, dann geht es von Parkstation zu Parkstation, wie die Parkstationsnomaden, immer auf der Flucht vor der Polizei. Wir sind nicht Bonnie und Clyde, sondern Schänder und Adlerson. Ja, zwei Verbrecher auf den Weg zum Fanpost-Reichtum. Und ihr seid halt mit dabei. Und das freut uns. So. Blutgruppe... Alter, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, durch sowas werde ich mich niemals von Pfeffi distanzieren können. Jetzt bin ich ja quasi schon wieder gezwungen. Sowas zwingt mich einfach zum Trinken. Ich meine, manche Leute, die machen sich ja dann Sorgen um meine Gesundheit und so. Aber zugleich kriege ich ja dann sowas hier geschickt, ne? Und was bereitet mir mehr Freude? Leute, die sich um mich sorgen oder so ein schönes T-Shirt? Natürlich so ein schönes T-Shirt. Denn ihr hasst doch auch eure Eltern abgrundtief und würdet sie gerne in ein Altersheim verfrachten, sobald sie sich Sorgen um euch machen, oder? Weil es nervt einfach nur. Eltern, die sich Sorgen machen, die sollen sich mal ein Leben suchen, wirklich. So. Na eben. Die sollen einfach mitmachen. Die Nähe zum Kind wird ja nur aufgebaut, ja, wenn man... Stopp, nicht die Nähe. Zum eigenen Kind wird nur aufgebaut, wenn man zum Erziehenden, zum Pubertierenden... die Erziehung erfolgt nur am besten, wenn man sich gegenseitig versteht. Ja, verbieten, anderen Menschen zu verbieten oder zu kontrollieren, das führt immer wieder zu Ärger und zu Stress. Deswegen Akzeptanz und einfach mitsaufen und mit Scheiße bauen. Das ist der Weg zur Harmonie. Ja. Anstatt sich untereinander anzufeinden, sollte man einfach sich lieb haben und das verstehen, was man tut. Die Hormonspirale hat mein Baby. Ja, Junge, hör mir auf mit der Hormonspirale. So, was ist denn das hier? Ich bin nicht mehr dieselbe. Ich habe einen Wasserkopf. Mit meinem Wasserkopf sieht es wieder schlimm aus, deswegen hoffe ich, dass ich auch noch lange Zeit in die Maske reinpasse. So, hier sieht man schon wieder Brüste, die muss ich mal kurz umklappen. Hier, ganz klein. Ja, die Leute, die stellen mir Fallen. Hier sind auch. Ja, hier sind überall Nudes drin. Deswegen muss ich mal gucken. Also hier so von irgendwelchen Zeitungsartikeln. Ah, ja, selbst an dem Pfeffi klebt eine Brust. Siehst du das? Ja, ich tu das. Hast du Schlauer? Ja. Alter, wird ein schwarzes Glied geblasen. Oh mein Gott. Ne, das brauchen wir sowieso nie zeigen hier auf YouTube. Sind hier noch irgendwo nackte Brüste? Nee. Okay. Ja. Ja, es ist auf jeden Fall kreativ, muss man sagen. Es ist kreativ, aber eben zugleich anstößig. Ne? Aber viele Frauen, die Onlyfans machen, die sind ja einfach nur anstößig. Ne? Und stell dich mal vor, es gibt so künstlerische Pornos. Einfach so... wo halt nebenbei beim Geschlechtsakt ein Bild gemalt wird oder so. Ist es sowas? Lassen sich die Menschen hier einfallen. Die denken einfach nur ans Vögeln und weiter reicht der matige Verstand nie aus. Deswegen wird die Welt auch komplett an der Pornoindustrie und allgemein an der übertriebenen Sexualisierung noch krepieren. Das wird alles ein böses Ende nehmen. Weil die Menschen einfach nicht klug genug sind, um daraus etwas Kreatives zu machen. Einfach nur hohles Höhlenmenschen, Geficke. Ja. Meine, guck dich mal den Wischni, so 60-70% der Instagram Reels bestehen aus sexuellem Content, so völlig hohl und hirnlos und einfach nur dazu da, um zu provozieren.
Auf TikTok sind es 90%. So. Deswegen, die Masse verblödet nicht an der völlig versagten Politik, an den völlig idiotischen Politikern und was weiß ich. An der. Nee, die Leute verblöden an der Sexualität. Weil die Sexualität die Leute komplett abstumpft, weil da auch null Kreativität dahinter steckt. Einfach nur Hirn aus und sich vor der Kamera prostituieren. Mehr haben die Leute nie zu bieten und mehr konsumieren die Leute auch nie. Ne? Die gucken sich den ganzen Tag so eine Scheiße an. Deswegen, Leute, haltet euch doch einfach mal fern und malt kreative Bilder. Gut. So wie das hier. Gucken wir einfach mal so kreative Bilder malen. Alter! Anstatt den ganzen Tag zu wichsen oder sich selbst zu prostituieren, kann man doch einfach mal so was Schönes zaubern. Das tut doch der Welt und der Gesellschaft viel, viel mehr gut. Van Gogh hat sein eigenes Ohr abgebissen. Ja. Wenn du das Bild küsst, da haben wir schon mal ein Thumbnail. So. Nee, ich dachte eher so mich auf den Mund, so auf dem Bild. Perfekt. Danke dir. Sehr freundlich von dir. So, zu schänden und geschändet zu werden, ist wie das Geben und Nehmen schwer zu bergen. Doch ich weiß, so gebe ich dir von tiefstem Herzen, Plattformen zu stützen und um Freude zu beherbergen. Komm ins Hotel, das ist das Motto. Solange du hast ein Dach über dem Kopf, feinstes Mahl wie Risotto. Junge, sogar mit einem Gedicht dabei. Junge, Junge, krass. Ach, lieb dich, Prähe, habt ihr das gewiss auf die anderen sowieso geschiss. Ja, ich muss sagen, das ist rührend. Ja. Feinstes Porridge. Ja. Pudding Oats. Geil. Haben wir auf jeden Fall was zum Naschen. Willst du ein paar exotische Süßigkeiten haben? Wenn du von Latinas sprichst, immer gern. Das ist eine Nagelmühle. Hermann Kaffee. Oh, hier ist ein Ring. Ja, brauchst du diesen verranzten Ring? So. Alles klar, was haben wir hier noch? Oh. Naja, das macht ja nichts. So. Okay, ja, wir haben heute noch allerhand zu tun. Wir haben ja noch. Ach, Junge, das ist ja wirklich. Das ist ein privates Paket von Miss Carolina. Wir werden es natürlich trotzdem öffnen. Um ja, so anstößiges Zeug direkt in dem Video dann auch zu entsorgen im Mülleimer. Sehr geehrter Herr Schender, daher wir leider in deinen aktuellen Videos unserer letzten Fanpost-Sendung nicht finden konnten, wenn wir die Überreste unserer Wohnung habe ich. Oh, da scheint. Echt? Also eigentlich tue ich immer alle Videos rein, außer natürlich, das sind tote Tiere oder so, was natürlich ein bisschen kritisch ist, aber ansonsten, wenn da jetzt irgendwas. Na gut, nee, immer habe ich im Suff ausgesehen, das Fanpost-Video. Ja, okay, ja, dann entschuldigt mich. Scheiße, ja. Okay, stimmt. Ja, da gab es immer, glaube ich, so einen Zwischenfall. Weiterhin viel Erfolg bei all deinen saftigen Videos, die uns darmigst unterhalten. Schieb allen fetten Gruß in den Darm und alle sollen so bleiben, so wie sie sind. Viele Grüße aus Zwickau von Erik und Lea. Sehr geehrter Inkognito, darf ich meine Frau endlich eine. Was? Sehr geehrter, darf ich und meine Frau endlich eine Hängematte sein? Du entscheidest. Ja, ja, es kommt drauf an. Also, wie würdest du jetzt die Frage beantworten? Ich weiß es nicht. Na, ich meine, die Haut vom Körper zu ziehen, ist schon immer mal gut. Das stimmt. So, was haben wir denn hier dabei? Ein neuer Aschenbecher, das ist gut. Denn ich habe erst 10. Nee, Aschenbecher gehen immer. Wenn einfach überall Aschenbecher sind, dann ist es eigentlich die beste Wohnungsdekoration. Okay, das Bild kannst du dir mal angucken und mir erklären, warum das letzte wahrscheinlich nicht im Video gelandet ist. Meinst du, die Eier fehlen? Ja, das ist braun. Ja, braun, so wie die schwarze Sonne, die da drauf zu sehen ist. Deswegen, ja, man muss immer. Ja, also, na, hier ist schon wieder. Es kann sein, dass ich da mal was zensieren musste oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich will nicht wissen, was ihr mir damals geschickt habt, Alter, ihr kranken Bastarde. Naja. Aber an sich eine hübsche Fanpost, muss ich sagen. So.
Ja, ne, die kommen halt aus Zwickau, ne? Das musst du verstehen. Die sind braun. Also, naja. Was ist denn das? Das ist doch. Ah, Aktivkohlefilter, okay. Damit man besser durch die Nase atmen kann. Naja, vielen Dank. Immer wieder praktisch. Muss man schon so gestehen. So. Oh Mann. Sonnenhautmilch. Naja, die kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Ich wollte mal vor kurzem. Aber na gut, denkst du, es kommt nochmal ein richtiger Sommer mit so einer richtigen Hitzewelle? Ja, ich will auf jeden Fall mal einen Hitze-Lockdown. Ich will wissen, wie das ist, vor der Hitze gerettet zu werden. Das wurde ich bisher noch nie. Weil in meinem ganzen Leben hatte ich immer mal wieder einen Sonnenbrand und so. Einfach weil der Herr Lauterbach nie auf uns aufgepasst hat. Und die Hitze hat es der Lauterbach aber begriffen. Er hat begriffen, die Leute bekommen Sonnenbrand, da muss ich sie zu Hause einsperren. Was eine andere Möglichkeit gibt's nicht. Na? Und das müssen wir respektieren. Ich meine, der Mann, der scheidet seinen enormen Verstand und sein Riesengehirn endlich mal zu unserem Wohle ein. Und das sollten wir doch zu schätzen wissen. Dass der Lauterbach weiß, was er tut. Das müssen wir mal verstehen. Nee, Quatsch, wir müssen ihn einfach in den Keller sperren und dann haben wir alle Ruhe vor diesem Bastard. So. Ich meinte natürlich, Mr. Diabetes. Sollte den einsperren, oder? Nee, den, hast recht, den sollte man eigentlich direkt umbringen. So. Diabetes sollte man in der Tat umbringen. Na, denkst du, uns kann was passieren, wenn man in einem Video gegen Politiker hetzt? Ja. Wirklich? In der Tat. Aber was sollen da machen? Na, deine Wohnung durchsuchen und dann irgendwelche Sachen dir unterjubeln. So wie es bei vielen Leuten in Telegram-Gruppen getan wurde in den letzten Monaten. Achso, ich dachte, der sperrt uns bei 30 Grad zu Hause ein. Na gut, solange es das nur ist, dann passt das ja. So. Wir haben auf. Oh, Junge! Alter, willst du mal die Lidl-Jacke anziehen? Schade, Junge, es ist einfach eine Lidl-Jacke. Alter, was ist denn geil? Das scheint so ein richtiger Regenmantel zu sein, oder? Eine Limited Edition 176 von 3000, was zum Alter! So. Kannst du dir auf die Füße kleben? Stabiler Pony. Alter! Das ist ja krass. Willst du den behalten? Irgendwie passt er zu dir? Der würde perfekt passen, wenn ich müsste Diabetes mit einer Kettenlebe zerteilen im Keller. Können wir da nochmal. Der Bedarf ist sehr gering. Kannst du in dem Sue das Thumbnail nochmal, das Foto nochmal küssen? Das ist irgendwie, da muss es. Ja. Ach, egal. Ich guck dann mal. Ja, die Psychose tut mir langsam nicht mehr gut. Deswegen hoffe ich, dass das Video bald mal hier ein Ende findet, denn langsam bin ich am Ende. So, privates Paket. Na, da gucken wir mal. Mein Pimmel ist jetzt schon eisenhart. Ja. Die Vorfreude ist groß. Schau mal, das sind Unterhosen von Patrick S. Die Furzfreude ist groß. So. Leute, macht mal bitte ein bisschen mehr Druck, ein Porno vom Gamel anzusehen. Junge, der Gamel, der muss echt einen Porno drehen, das ist richtig. Werden, das kann ne, der muss so einen lebensechten Hentai-Porno drehen. Oh! Mit so Tentakeln und so. Ja, das sehen wir als erstes schon mal einen Fuß. Okay. Nee, das ist. Es kommt von Miss Carolina, natürlich ist es ein Fuß. Ja. Mit irgendwas muss ich ja flexen. Hm. Lieber Schänder, Anwalt, das kannst du ruhig behalten. Junge, warte mal, Junge, guck mal. Alter, Anwalt, 3 meiner Boxen nur für dich. Mögen die getragenen Socken dein Leben oder das Leben der anderen verdunkeln.
weil Erleuchten ist langweilig. Gerne kannst du auch auf dem nächsten Flohmarkt für einen schmalen Taler verkaufen. Ach, ich weiß auch nicht, deine Finanzberaterin und Sockenfee. Die würden immer einen Tag tragen, miefigen Spaß. Weißt du, kann ich dir das nicht einfach gleich in die Hand geben, das Paket? Es gehört alles dir. Ja, also. Ja. Da bringe ich ein Kamel gleich was mit. Ja. Ja, stimmt, das gibt's einfach gleich ein Kamel. Ja. In der letzten Box war ich halt mit Zöpfen, da hab ich nur ein Kamel gesehen. So, ja. Ja, ich war verpisst. Nee. Ja, was zum Fick? Das sind ja wirklich. Alter, also, zeig mal. Na, verkauf die doch einfach. Ja, ja, die kann ich verkaufen, nachdem ich sie besamt habe. Ja, wie gesagt. Ja, gut, vielen Dank. Ist das krank? Was soll denn? Das ist nicht verarmt. Ja. Nee, das ist eine andere. Ja. Noch mehr Socken. Ja, gut. Ja, Max muss ja auch immer für etwas belohnt werden. Das ist eine geile Seite. Ich frag mich. Ja. Einfach so selbst, was zum Geilen. Ja. Das setzt du immer aus. Gibt eine Menge Fett im Leben. Naja, ich frage mich, wohin die Karriere von Miss Carliner führt. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, auf also, Patrick-Lesen. Ja. Oh, hier haben wir einen Bilderrahmen. Na gut, das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Die Bilderrahmen können wir immer mal gebrauchen, ja. Ein Handwärmer und Schreinboxen mit Miss Carolina. Das hat sich gelohnt zu kommen. Ja, es wird sich lohnen zu kommen, ja, für dich. Omega Null. So, hier haben wir ein HDMI-Kabel. Mann! Oh, Junge, so ein Scheiß verbrenn ich. So. iPhone-Kabel, perfekt. Ja. Hm. Oh, egal. Ist das nicht auch von der? Das ist doch auch von der Carolina. Oder? Alter, das sind doch dieselben Aufkleber wie auf meiner Socke jetzt drauf. Künstler. Ja, stimmt. Ach, da hat die jetzt. Da war das Paket von uns von der, das Paket. Ach, das meint ihr mit drei Paketen? Ja klar, das ist jetzt das dritte hier von Miss Carolina. Ja, sowas nehme ich an. Ja, ich. Na, die Frau will wahrscheinlich zeigen, dass sie mehr als Füße zu bieten hat. Bist du, was sagst du dazu? Keine Frau hat mehr zu bieten als Füße. Eieiei. Na doch, iPhone-Kabel, das ist schon mal gut. Ja. Aber ist das so? Ja, klar, ja, das ist ein universelles. Perfekt. Ja, das passt doch. Dann haben wir noch einen Haufen Stecker. Ja, das wird auf jeden Fall das Hotel verzieren. Alter. Okay. Naja, das kann man dann aufschlagen. Und ist das viel Geld? Das ist ja kein echter Schein. 120 ist ja viel kleiner. Ja? Ja, das sind 25 Euro, wenn das echt ist. Darf ich mal kurz? Ja, brech's auf. Ich hänge mir das nirgendwo hin. Ja, mal klassisch wollen. Ja, gute Büroartikel. Oh, 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 geil! Ja, das ist gut hier. Coolies und so, immer nicht schlecht. Oh, das ist was Leute. Ja, aber. Du bist Silvester, du bist immer wieder in Polen. Das sind 30 Euro hier. Na, bist du davor in Polen? Dann nimm's doch. Ja, nimm's doch. Ich weiß auch nicht, ich. Jetzt, ey, ich stell dir das da hin und nimm ja, das mit. Dann kaufst du davon große Böller. Ich bin halt bekloppt. So. Jetzt. Gibt das hier was im Finanz? Ja. Ja. Ja, kann ich noch mit Slotty sein. Das ist gut. Ich bin den ganzen Zeit so ziehen, wenn es mit meinen Börsen zu tun. Ja. Naja, nee, also stabil. Ja, das war's. Wir haben es geschafft. Es war sehr entspannt. Ah, Leute, warum kein einziger Gönnergy, Mann? Ich dachte schon, es gibt ein bisschen Turn heute. Ja, jetzt war es mein Gönnergy. Also denkst du, die gibt es irgendwann echt im Rewe? Oder In Halle habe ich die im Edeka gesehen. Ja. Da hat der Andi eine ganze Tüte voll gekauft. Ja, krass. Naja, gut, dann schauen wir mal, was ich da draußen wirklich, der Andi, der hat einen schönen Pimmel, aber schneidet trotzdem irgendwann mal ab. Du nennst dich Kringo.
Zu dir passt eher der Name Rosa Flamingo. Wie heißt der jetzt? Das ist jetzt ein ganz großer Rapper geworden. Wie heißt er? Wie heißt der Scheiße? Ich glaube, der war. Keine Ahnung. Ren, glaube ich. Sag, bin ich behindert? Nash? Nee. Nash, Mann. Nassar? Nee, das war auch ein anderer. Hä? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die alle heißen. Die klingen auch alle gleich und haben alle irgendwie auch dieselben Namen, bloß mit ein paar anderen Buchstaben. Ich den Namen vorhin heißen. Nee, keine Ahnung. Nash? Nate 57? Nee. Ach komm. Notorious B.I.G. Hä? Oh, Alter, mein Gehirn. Ich weiß nicht, wovon er mir redet. Das kann doch nicht sein. Ja, es ist. Du weißt doch, wie der heißt. Der hat so ein. Nee, ich weiß nicht, wie der heißt. Noah, genau. Mann, Noah. Heilige. Noah, genau. Und wir haben den damals im. Wir haben den damals im Freundeskreis irgendwie kennengelernt und. Der war auch gerade spielsüchtig und alles und hat uns gesagt, wenn ihr immer spielsüchtig seid, kommt er nie wieder raus. Das habe ich nie vergessen. Na, jetzt ist er einer der berühmtesten Rapper irgendwie geworden. So, oder? Ist er berühmt? Weiß ich nie. Naja, er hat einen blauen Haken, das muss reichen. Ach, das sind doch alles Fake-Fotzen. Nee, der war eher da. Ach so. Aber die ganze Szene besteht nämlich grundsätzlich aus Fotzen. Die ganze Szene mit dem blauen Haken, die verdienen alle einen blauen Haken ins verdammte Fake-Mistmaul. Ich würde gerne eine halbe Stunde einfach während du das Films hetzen gegen alles und jeden, das tut mir so gut. Ja, das heben wir uns mal hier fürs private Stündchen auf. Ich hab Hodenkrebs. Das. Patrick Armee Simp.